Was geht, Leute? Mein Name ist Arnold Fox und heute spielen wir wieder den Job Simulator, der zweite Teil, mit meinem guten Freund Manu. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, er sucht sich einen neuen Job aus und ihr seid dabei, ich dabei. Nach dem Intro geht's los. So, nächstes Spiel. Für was hast du dich entschieden? Den Gourmet-Chef. Den Gourmet-Chef. Und los geht's. Und los geht's. Küche. So, neues Gebiet. Diesmal musst du Essen zubereiten. Das könnte ich mir vorstellen, könnte ein bisschen hektischer sein. Ja, das habe ich mir so überlegt. Ja. Mit vielen verschiedenen Zutaten. Ja. Kannst du kochen? Ja, natürlich. Was sehen wir dann? Gleich. Oh, Bacon, Bacon. Und so, Kühlschrank, okay. So. Get cooking chef human. Oh, ich würde Kakteen als Zutaten definitiv vor anbieten. Oh, du bist aber freundlich. Oh, da gibt's ein Radio, da gibt's ein Radio. Wo? Links von dir. Rechts. Rechts, 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 da. Ah. Kann man die Lautstärke machen und los geht's. Oh, du musst eine CD finden. Ich glaube, da liegt eine CD nebendran. Neben dem Radio. Was ist das? Disco? Disco. Und da gibt's noch eine CD auf der rechten Seite. Oder. Ne, habe ich mir nur eingebildet wahrscheinlich. Vielleicht hier unten irgendwo noch? Nee. Nee. Nee, da war wahrscheinlich keine. Oh, das wird spannend. Okay. Und los. Und los. Okay. Nochmal. Nochmal drücken. Nochmal. Oh ja. Spürst du es? Manu, spürst du die Musik? Ja, oh, jetzt geht's los. Ja, viel Beat. Schon viel spannender als im Büro. Mhm. Hallo, der nächste bitte. Da, du. Ich glaube, du musst, da stehen schon die Aufgaben. Wo denn? Wie beim Roboter. Vor ihm. Da. Wahrscheinlich muss jetzt auf Pfanne, ja, auf Grill. Ah, wir brauchen Bacon. Das hier ist dort. Okay, okay. Ja, ich brauche eine Pfanne. Ich glaube nicht, das ist so ein Grill-Dingens. Das hier ist gar nicht mal so schlecht. Und Eier. Sind das Eier? Ich dachte, es wären. Oh ja, ohne Schale bitte. Auch Roboter mögen keine Schale. Oh, das verbrennt! Oh oh. Kann man das nehmen? Ist doch schon schwarz. Ist gut geworden. Bah! Ja, ich glaube, du musst nicht alle machen. Ja, ich mache nur ein bisschen. Ach so. Super, Alex, jetzt habe ich mir die Kontaktlinse rausgekratzt. Oh nein. Bin wieder da. Also die Kontaktlinse ist wieder da. Auf Blender wechseln. Hallo, was machen du da? Was passiert, wenn man Käse auf den Grill drauf macht? Schmilzt der? Das ist eigentlich der Mixer. Blender ist hier oder was? Ja.
Oh, cool. Und jetzt Smoothies. Okay, auf jeden Fall Fleisch muss rein. Oh, krass, das ist mir zu laut irgendwie jetzt gerade. Okay, also Smoothie. Nee, mach erstmal. Milch. Wein. Mir kommen so viele Ideen, in die ich in den Mixer reinmachen würde. Gib mir gar nicht so viel Obst. Gut zu wissen, und das ist der Feuerlöscher. Ach nee, das ist Tabasco, glaube ich. Tabasco-Soße. Aha, Kirschen, okay. Er möchte die süße Variante, Avocado, aber ich glaube, du musst den Kern wegmachen. Oder auch nicht. Nein, ja, Vitamine sind da drin. Okay. Eine Pfirsich. Eine Pfirsich, okay. Ah, okay, denn die pure Pfirsich, ja, da kommt das Beste. Den Korken musst du wegmachen. Das ist das Wichtigste, ja, schön. Und dann noch Milch. Oder Tabasco, die feurige Variante noch ein bisschen. Ich glaube, so ein Druckdings. Ja. Ein bisschen Schärfe rein, ja. Das war nicht schlecht eigentlich bis jetzt. Ja, also ich würde noch ein bisschen Bacon reinmachen, oder? Ja, aber jetzt brauchen wir erstmal das hier wieder. Hier, so ein Schnitzel. Ja, ein Smoothie ohne Schnitzel, das ist kein Smoothie. Bisschen Fleisch. Es scheint gefroren zu sein, ist schlecht. Ja, ja gut, dann lassen wir es diesmal weg. Ich kann natürlich, was ich machen kann, ich kann natürlich hier die noch verwenden. Hier, ja, genau, die Baconscheiben, ja, ja. Dass ein bisschen Protein noch drin ist. Ja. Und was darf nicht fehlen? Brokkoli. Brokkoli, ganz klar. Dass ein bisschen noch grüner wird. Ja. Denn die wichtigsten Farben in einem Smoothie sind grün, rot und Bacon, ganz klar. Und ganz viel Milch. Milch als Bestandteil des Getränkes. Sie selber darf man nicht vergessen. Ja, das sieht voll cool aus. Das ist so eine Milch, die nie leer wird. Ja, das ist eine Infinity Milk. Milch und Wein. Das muss sein. Okay, es reicht jetzt. Okay. Hey. So, jetzt muss das noch blenden, glaube ich. Achso, du brauchst noch ein Behältnis, wo das rein soll. Eine Tasse. Ah. So. Genau. Oh, lecker. Das ist eine wunderschöne Farbe. Oh, nicht zu lang, nicht zu lang, nicht zu lang. Das ist weg. Okay. Wunderschön. So. Ich glaube, du musst es selber trinken. Echt? Achso, nee, auf den Teller drauf. Okay. Hast du einen Trinkspruch? Wie ging der Trinkspruch nochmal? Prost! Okay. Okay, jetzt kommt das nächste. Krass, jetzt langsam werde ich warm. Echt? Ja. Jetzt kommt's. Kochen, glaub, Kochen liegt dir mehr als Büroarbeit. Das sehe ich also schon. Ich meine, ich schwitze. Ach so. Tee. Da ist Milch drin, gell? Nicht, dass du es vergessen hast. Da ist Milch drin. Und zum Tee braucht man Wasser. Ich glaube, das muss einfach auf den Grill drauf machen, oder? Ja, ich denke auch. Ja. Normalerweise ist es fertig, wenn's kocht. Jetzt? Kocht's. Jetzt kocht's. Hey! Was hast du gemacht? Kack, jetzt ist da unten. Du hast den Pott gewechselt. Ich dachte, das wäre so gewollt. Ich hab gedacht, dass Pott ist. Ach nee, da ist schon. Krass. Okay, warte, du hast ja gesagt, die wird heiß und schwitzig. Einen Moment bitte.
Denn man muss ja für seine Mitarbeiter sorgen, dass sie nicht in Arbeitsplätzen arbeiten, die nicht vertretbar sind. Deswegen habe ich für Klimaanlage gesorgt für dich. Oh ja? Cool. Oh, ich merke schon. Sehr gut. Rot wollten wir haben. Ich dachte, ein Cookie. Dachte ich auch. Ist das ein Kaffee? Ach nee, das ist der Tee. Ach, zweimal. Oh. Hacke. Aber ich meine, das ist ja dein Laden. Von daher. Fertig! Toaster! Ach, du musst noch toasten! Oh, wo ist denn der Toaster? Der klappt da. Ja, da, Toaster. Alter, das ist echt ein Multifunktionstool. So eins brauche ich auch zu Hause. Ja, mega gut. Mach mal jemand dieses Gepfeife aus. Schön an die Pflanzen denken, genau. Es ist zwar kochendes Wasser, aber vielleicht in der Wüste ist ja auch mal ein bisschen heißer, ja, ne? Ist ja nicht automatisch schlimm. Ging zwar jetzt. Oh, ja, okay. Mist, na gut, das geht. Na gut, funktioniert nicht. Ich glaube, der Toaster ist nicht richtig hier drin. Das Toast, ja genau. Nein, das ist immer noch nicht. Oh, oh. Hä? Mann, das gibt's aber auch nicht. Ja, ist nicht gut. Grill drauf. Aber ich glaube, das ist gut. Das rechte ist gut. Ja, denkst du? Ja, das ist schön goldbraun. Und jetzt raus. Verdammt. Mann, jetzt muss ich nur mal hier. Ob das heute noch was wird? Ich frag mich auch, meine Zeit. Ja, solange du wartest, kannst du tanzen. Die Leute zahlen dafür. Food Contest. Ach nee, ein Award. Sehr gut. So, endlich. Meine, jetzt habe ich jetzt zwei solche Dinger. Ja, einen kannst du wegwerfen. Schmeißen. So, als Goodie. Ja, das sieht keiner. Ach, Suppe. Sehr gut. Blumen, Avocado, Schinken. Ich glaube, es. Achso, ja, anders geht's, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, da muss schon ein bisschen Wasser rein. Ja, ja. Suppe ohne Wasser ist keine Suppe. Ja. Jetzt hätte ich noch den zweiten Pott gebrauchen können, tatsächlich. Ja, verdammt. Ach, guck mal, siehst du das? Da sind auch noch. Da ist auch noch Obst hier unter dem Radio. Ach ja. Krass. So viel dazu. Gesundes Zeug ist nicht da. Ja. Oh, da könnte man doch eine Obstsuppe machen. Kannst mal deine Fantasie freien Lauf lassen. Hallo, hallo, Wasser abschalten. Wo ist denn der Korken? Wir leben doch hier nicht im Luxus. Hast du eigentlich deine Hände gewaschen? Ja, hab ich. Okay. Hab ich. Oh! Ah, fast den Kopf gestoßen. Fast den Finger eingeklemmt. Okay, wie machst du einfach da rein, oder? Ich hab halt kein Messer hier, oder? Wie macht das so ein Profikoch? Eigentlich muss er es schälen. Muss er hier aber irgendwo. Ich hab nichts zum Schälen. Ich könnte höchstens für den Mixer tun.
Was hast du noch für Optionen da außer dem Waschbecken? Steht da? Blender? Toaster? Microwave. Ja, mehr. Nee. Was ist Sandwich? Machen wir Sandwich? Nee. Ja gut, dann dann wohl nicht. Was ist das? Achso, Mikrowelle. Was passiert, wenn man eine Kartoffel in die Mikrowelle macht? Diese Frage hast du dich bestimmt schon mal gestellt. Okay. Was kommt noch rein? Aha, okay, der Herr mag es scharf. Na klar, schöne scharfe Suppe. Mhm. Ein bisschen Mais geht auch, aber eigentlich mache ich Mais nicht in die Suppe, aber hier machen wir es schon mal. Okay. Weil wir haben nicht so viele Zutaten. Ja. Krass. Ist fertig. Potato and Corn. Potato and Corn Soup. Africa Style. Sehr schön. Just like Mamba used to make. Ja, typisches Mama-Gericht. Oh, Sandwich Time. Was? Mhm. Ja, hat wohl nicht so geklappt. Ohne Beilage. Wir haben ganz viel Tabasco-Suppe, Soße. Suppe, okay. Ja, okay. Mhm. Ja, ich hätte die schon, du bist so der scharfe Koch. Ich hätte die gerne aufgetan, aber. Ja, das geht doch. Das geht. Cool. Eine ganze Avocado, okay. Ja, I see. Hier. Das ist doch nochmal was. Sachen. Guck mal, da ist was dazugekommen. Was ist das? Das trifft. Oh, eine ganze Schinke. Geil. Mit Trüffel noch. Ist eine Trüffel, gell? Sowas, ja, ich glaube ja. Und ja. Noch, ich würde auch Käse gern drauf machen. Oh ja, Käse. Und Salat vor eigentlich allem, auch noch. Oh, hier. Nur Banausen machen den Käse zwischen die Brotscheiben. Ja, der genau. Der wahre Kenner macht es ganz nach oben. Genau. Ich bin immer ein Banause. Und eine Brokkoli. Das ist ja ein King-Size-Sandwich. Ich hoffe, dass es so aufgespießt wird. Ah, schade. So, und jetzt ist es fertig. Oh, ja! Oh, die Olive noch. Die Olive noch am Ende. Das i-Tüpfelchen. Der Abschluss, ja. Geil! Ja, das looks pretty sandwich. Das sieht ja aus wie ein Schachtelspieß. Wie würdest du ihn nennen, deine Kreation? Monster Schaschlik Sandwich. Okay. AKA Don Corleone. Ja, Meister. Chefkoch, alles okay. Das, ich kann auch das hier mal verwenden jetzt. Hä? Ja, perfekt. Jetzt müssen wir ein Gourmetfleisch zubereiten. Oh nein, du musst hier das. Du sollst hier das Spinatfleisch. Das ist kein Spinat, das ist Schimmel. Wollte ich nur mal anmerken. Wahrscheinlich musst du jemanden sabotieren. Ein Gast, der nicht gerne gesehen wird. Well done. Ist es? Ist es? Ah nein, ist noch nicht well done. Also muss noch so weiter noch. Gelber. Ja. Jetzt. Ja, das ist well done.
if you would be so kind as to pair it with your finest vintage grape juice. Dein feinster Wein, okay. Ja, welcher Jahrgang? Das ist aber eigentlich jetzt nicht drin, ne? Ach so, okay. Wait a second. Before you played that, did you realize that was famed meat aficionado meat butt? We'd better make sure our service is exceptional. Better slip this on the plate too. Okay. Ah, okay. Krass. Und wer ist der Schlechteste da hinten? Der Franzose. Das ist wahrscheinlich ein Restaurant-Tester. Ja. Ich dachte, wir sabotieren jetzt unsere Kunden hier. Oder sagt man Gäste in einem Restaurant? Sagt man Gäste der Kunden? Oh, das wäre jetzt fast gegen Dings. Schon mal widerlich aufgepasst. Pizza for the kids. Generally defined as a combination of bread, tomato, and cheese. Oh, Feuerlöscher. Twist on the dish, adding additional food items known as toppings. Falls es mal doch brennt. Oh. Da kannst du vielleicht eine Suppenart machen. Auf jeden. Ist geil, oder? Das ist doch jetzt eigentlich nur Milch, oder? Weiß ich nicht, sieht ein bisschen so aus, ja. Ja, in der Feuerlöscher ist bestimmt nur Milch drin. Da ist noch Milch drin von vorhin, hä? Gehört dazu. Okay, ich habe aber kein Bread. Oh, ja, doch, das hier. Mhm. Da kriegt man ja gerade wieder Hunger, ey. So ein Toast mit Tomaten-Sahnesoße. Ach, und das ist jetzt automatisch Pizza. So wird Pizza hergestellt. Okay, I see. Ach, und jetzt muss ich es erst anmachen. Jetzt muss ich erst die Mikro anmachen. Krass! So funktioniert das. Ja, die wollten noch eine Kinderportion, ja, passt doch. Geil, du. Ah, die Pizza war echt gut. Ja. Oh, guck mal, da die Kinder. Oh, die freuen sich bestimmt. Aber die kommen jetzt zur Beschwerde. Little Timmy is deadly allergic to tomatoes. Could you make a special slice? What do you want instead of sauce on your pizza, Timmy? I want sauce. That sauce. Oh. Make me applesauce. Applesauce. Und ich habe jetzt automatisch hier so an Feuerlöschersoße gedacht. Ja, genau. Immer diese Kinder, ey. Is also allergic to wort. Could you just serve the ingredients raw? Was muss er drauf? Ja, also ist jetzt antiallergisch. Das haben sie jetzt davon, sag ich mal, ja. Also wirklich. Da musst du wieder in die. Ah ne, okay. So, bitteschön. Da habt ihr euren antiallergischen Scheiß. Oh, es ist also ein Kochbuch. There's tomatoes in here. Oh, der Mixer war noch Tomatoes drin. Da, Mann. So funktioniert das nicht.
wollte es jetzt im Sandwich verstecken. Schade. Okay. Also brauchen wir es doch nicht mehr eigentlich. So, okay, also dann jetzt Sandwich. Ein gutes, altes Feuerlöscher-Sandwich. Ach komm, ist egal. Ein Ei möchte er haben. Na, ich glaube, da will er irgendein Zutat. Also nur das soll, glaube ich, zeigen, dass die Mädchen muss. Ja, so ein richtiges Frauensandwich. Da muss erstmal ein Steak drauf. Oh, das Fleisch. Hallo. Sogar bloß lassen, oder? Ah, ja, okay. Ist da ein Ring dazwischen? Ja, ja, ja. Okay. Wunderschönes Prinzessinnen-Sandwich. Kannst du sehen? Ja. Nö, ah, ja, ja, genau. Oh, jetzt muss er auch noch. Music onto primitive storage devices called discs. The details of the burning procedure have largely been lost. Das muss aber laut aufdrehen, gell, damit die Gäste es auch hören. Something to do with heat. Achso, man soll es in Dings machen. Nee, nee, stimmt schon, stimmt. Ach so, nee, ah, nee, du sollst die CD brennen, verstehst du? Ja. Yeah. Sowas. Oh. Aber lass mal die Musik laufen, was kommt dann, wenn er die CD. Ist das Fahrstuhlmusik? Ein bisschen, ja, hier ist ein bisschen laut insgesamt. Ich brenn die jetzt mal. Ja, brenn die mal. Die brenne ich auch gleich noch mit. Okay. Oh, that'll be perfect. Thank you so much. Make sure you load the disc into the boombox and hit play before you send out that sandwich. I'll take care of it. Okay, jetzt muss es laufen lassen. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier für heiße Musik kommt. Wir lassen es so langsam einfaden. Oh, jetzt kommt hier der DJ aus der raus. Ja, ja, läuft schon. So, und jetzt. Ulala. Boah, richtig, ja. Pass auf den richtigen Moment auf. Du musst es fühlen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Inside. What do you mean? What's this? My sweet, I emotion. You will you enter a legally binding partnership with me? Oh, of course. I'm the happiest spot in the world. Viel zu romantisch. Feuerlöscher und spicy Feuerlöscher. Flavor. Ja, genau. Okay, aber die Disco-Musik war besser. Ja, fand ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Die ist ein bisschen zu lame. Ja. Wollen wir mal wechseln, oder? Jo. Finished with their pizza, and now they're ready for cake. We do have a birthday cake, right? A birthday cake. Can't argue with that. Cuban restaurants were morally obligated to provide free cake on children's birthdays. Good thing we have a. Also auf jeden Fall in dem guten Geburtstagskuchen für Kinder kommt Wein rein. Ja, das stimmt. Oh. Und jetzt kein Wein mehr, oder wie? Ach doch, ach doch. Okay. Doch, doch. Ah ja, okay.
Den brauchen wir auf jeden Fall. Also erstmal brauchen wir die Blume. Ja, weil Blumen gibt's immer in einem Cake. Inzwischen weiß ich schon, wo was ist. Ja, ich merke schon. Wein nicht vergessen. Was sagst du? Den Wein nicht vergessen. Ach so, stimmt. Das ist bei warm, oder? Ja. Ja, der gute alte Grand Pignon. Ja. Ein Hauch von ja genau. Für sich selber noch, ganz wichtig. Ein Hauch Feuerlöscher. Ja, ist auch noch möglich, genau. Na komm, wir machen eine Blume. Oh, noch eine Blume. Ja, kaum zwei Blumen. Boop, boop. Pump up the volume. Das ist eine Entertainer-Kitchen. Hier kriegt man was für sein Geld. Tada! Krass! Cool! Eine Tomaten-Sucuk-Blumenkuchen. Oh, der Junge ist doch allergisch gegen Tomaten. Ist egal, Mann. Das merkt er gar nicht. Ja, die Zusammensetzung zwischen Wein und Feuerlöscher. Die eliminieren den Tomatengeschmack. Hey, Boss, that party hey. Has a huge pile of dirty dishes. We're gonna need your help to get through these. They're pretty nasty, so make sure you use a good score to soap. Okay, mach ich. Ja, von mir aus, von dir aus. Ja, so kann man auch sauber machen. Fertig! Ist das eine Handbrause, das andere? Ah. Ja. Eine Seife. Ja, ach nee. Essensreste von Gästen. Lecker. So, gut, der Tomate, grüner Ketchup, weißt du? Ach ja, der grüne Ketchup. Ja. Oh, was jetzt noch? Viermal was? Ach, und die vier saubere Teller zurück auf den Stapel, ja. Mensch, diese Sauerei hier. Könnten wir schon wieder eine 400-Euro-Kraft einstellen, um den ganzen Scheißzeug zu machen. Du zum Beispiel. Meine ganzen Scheiße wegmachen. Oh, tut mir leid. Nein. Aber ist ja lustig hier. Mal alles aufräumen auch. Mhm. Ja, also wenn du das Aufräumen nennst. So war es aufgeräumt. Das ist ja quasi nur die Anleitung, also das Tutorial. Es gibt noch einen Modus, wo du halt dann wirklich dann in Akkord dann Bestellungen bekommst und die Leute dann auch wütend werden, wenn sie warten müssen zum Beispiel.
Ach echt, krass. Mhm. Was sollst du damit machen? Ach so, das sollst du wahrscheinlich von wegschmeißen. Oder essen. Oh, oh Scheiße. Okay, scheint zu funktionieren. Oh, Ungeziefer. Oh. Oh, hier, ja. Auch die würde ich essen. Schnell, bevor der Gesundheitsextraktor kommt. Oh, er kommt. Schnell. Schnell, naschen, naschen. Hat er nicht gesehen. Questionable. Na, das finde ich aber nicht. Schnell verscheuchen mit dem Feuerlöscher. Der ist fraglich. Nicht der Laden. Der Laden ist sauber. Okay. Okay. Das ist für die Kiddies. Oh, eine TV-Show. Ja, cool. Da passt doch hier, das passt doch dann ganz gut. Das ist normal, das mache ich immer. Oh, eine Proteinpille. Ah, okay. Yo. Ja, okay. Erstmal ein bisschen hier saven. Ganz wichtig, ja. Du musst ein bisschen was davon behalten. Ja, für die Zukunft. Dass es dann weg ist. Was ist das jetzt? Wahrscheinlich, weiß ich nicht, das ist... Popcorn, sieht nach Popcorn aus. Everybody's following along at home. We got our fully expanded flavor cube. Can you just show that to the camera? Beautiful. Now just pour that blended protein fluid onto the cube and we are done. Ah, dein Protein-Gedöns muss jetzt da drauf dribbeln. Ah, okay. It's a special flavor. Flavor Flav. Perfekt. Nimm mal ein bisschen. Oh, du musst selber essen. Super lecker. Thank you so much, human. This is some great footage. This episode's gonna be fantastic. Krass. Hast du das Aquarium schon gesehen? Nee. Da. Was ist das? Was für Fische sind das? Gib mir das. Oh. 100.000 Scoville. Ist 100.000 viel? Ja. Ja. Was sollst du damit machen? Weiß ich nicht genau. Heiß machen wahrscheinlich. Fertig.
Noch heißer. Mikrowelle. Can't you do something else? Okay, doch, doch. Hier, sowas noch. Tabasco. Stimmt, Tabasco ist auch noch in Wirklichkeit. Yes. Oh! Oh! Oh, wo ist es? Oh. Oh nein! Ja, perfekt. Schau mal, guck ihn mal an. Explodiert er vielleicht jetzt gleich bis hin? Er sitzt jetzt bei dem verlobten Paar. Okay. Komisch. Hey Chef, we got three bots out here who ordered the special. Not sure what that means, but that's what they want. Ordering ja, bewaffne dich mal, Polizei. Okay, die wollen eine spezielle Mischung. Da haben wir. Was bietest du heute an? Tabasco? Mhm. Ich glaube, du brauchst eine Unterlage. Tomate? Aha. Champignons, okay. Besondere, komische Art von Nahrungsmittel. Jetzt nochmal, ja? Achso, ja, das nochmal. Stimmt. Achso, ein Mehrgänge-Menü ist das. Okay, was Gesundes. Und zum Abschluss, was gibt's zum Nachtisch? Eine Kirsche. Eine Mangerie. Eine Mangerie. Mangerie mit Wein. So, zum Feierabend. Ja, ist noch nicht genug, ist noch nicht genug. So, und jetzt. Hä? Wo ist er hin? Na gut. Ich gehabt. Das komplett, yeah! They wanted something special and they certainly got it. Holy smokes, this is way too hot! Oh, sounds like the guy with the hot temper from earlier. Oh, der brennt! Lösch ihn mit Wein! Kommt da nichts raus? Unsere Hütte brennt, gell? Gut gemacht. Oh, Alex, danke. Okay. Ja, krass. Es ist schon 9.43 Uhr. Ja, immer noch kein Feierabend in sich. Oh. Aber du kannst die Schicht beenden, wenn du willst. Nee. Große Granatapfel. Oh, krass. Oh, Fernseh. Müssen wir hier jetzt professionell wirken. Ja. Yeah. Yeah. Oh, das ist Chefkoch Ramsay. Kennst du Chefkoch Ramsay? Gordon Ramsay. Den gibt's doch wirklich. Disgusting.
Der macht seine Kochlehrlinge auch immer fertig. Dreimal soll ich aber nur machen. Der nimmt deine anderen zwei mit, ey. Ja, ist doch jetzt schon, was will er denn? Fertig. Bing! Hold off then. I know I could be a little loud on camera, but it's all just part of the show, you know? Alright, scene 2. It's the freeform cooking part. And natürlich. Okay, wieder was Spezielles. Cookie, okay. Cookie and Brussels, okay, I see. Also eine deutsch-englische Variante. Man nehme Kartoffel und Mais, um quasi ein bisschen Stärke hervorzurufen. Und die Schärfe darf natürlich nicht fehlen, denn ohne Schärfe gibt's nichts. Wie nennst du dieses Gericht? So, das wird mein Ramsay. Der Ramsay. Okay. Interessant. Ach, hier, wir haben noch mehr solche Dinger. Und Fleisch, weil der Ramsay Ramsch braucht viele Proteine, viel Fleisch, viel Eiweiß. Oh, komm. Hey. Da ist so viel Protein und so viel Eiweiß drin. Hier, Ramsay. Und viel Fett. Dein Gericht vom Boden. So. Na, aber das müsste doch gefallen jetzt. Sehr nahrhaft. Sehr ausgewogen. Ja, cool. Guck mal, jetzt seid ihr happy. Mhm. Wir müssen Platz noch machen. Achso, willst du noch ein bisschen aufräumen, gell? Natürlich muss man... Geil, das ist irgendwie ein cooles Gefühl. ...seinen Arbeitsplatz sauber machen. Vielleicht ist nebenan noch jemand. Hey Nachbar, ich hab noch ein Steak für dich. So, das war's, hey. So. Dann? Restaurant geschafft. Fazit, war gut. Besser als Büro. War besser, ja, auf jeden Fall. Okay, dann beim nächsten Mal das nächste. Lecker. Really? Ja. Alles ist doch gut gelaufen, oder? Na, kochen kann er, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, ob wir vielleicht noch andere VR-Spiele finden, wo wir kochen können, dürfen, müssen, sollen. Und dann werde ich den Manu einladen und dann mal gucken, was er so drauf hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal gucken, ob wir einen dritten Teil machen mit einem anderen Job. Zwei Jobs haben wir noch übrig. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.